3 Medaillen bei deutschen Meisterschaften, der Landesmeistertitel über 1500 Meter und zahlreiche persönliche Bestzeiten. 2013 lief es für den 21-jährigen Alexander Bock vom Post-SV Trier richtig rund. Höhepunkt war die Einzel-Bronzemedaille im Halbmarathon bei der deutschen U23-Meisterschaft. Fußballer Dominic Kohr hat die nächsten Karriereschritte gemacht. Gegen Manchester United feierte der 20-jährige Trierer im Dress von Bayer Leverkusen sein Debüt in der Champions League. Zudem verzeichnete er 3 Einsätze in der deutschen U20-Nationalmannschaft. Der Wildwasserkanute Peter Schumacher zählte bei der Europameisterschaft in Slowenien zum 5-köpfigen deutschen Kajakaufgebot. Im Sprintrennen belegte der 22-jährige Föhrener, der für den Verein Trierer Kanufahrer startet, einen guten 10. Platz. Andreas Theobald von Tripost Trier gilt als große Nachwuchshoffnung der Region. 2013 wurde er deutscher Vizemeister bei der Elite im Duathlon. Auf der olympischen Triathlon-Distanz musste sich der 20-jährige Student bei den Landesmeisterschaften nur dem Monzefelder Jens Roth geschlagen geben. Weil Leichtathlet Kevin Ugo noch dem jüngeren U20-Jahrgang angehörte, bedeutete sein 5. Platz über 400 Meter bei der deutschen Jugendmeisterschaft ein dickes Ausrufezeichen. Die Bundestrainer wurden auf den 18-Jährigen vom Post-SV Trier aufmerksam. Zurzeit ist Ugo einziger Bundeskader-Leichtathlet der Region Trier.